Marc Stendera und Stefano Celozzi absolvierten am Montag ganz brav eine Autogrammstunde im Rahmen des Familienfestes eines Eintracht-Sponsors. Das sah 48 Stunden zuvor noch ganz anders aus. Da war das Duo maßgeblich an der Bierdusche für Eintracht-Trainer Armin Fee beteiligt. Ernsthafte Konsequenzen führen Angriff auf den Erfolgscoach, müssen die beiden Profis aber wohl nicht befürchten. Noch nicht, wir haben danach noch nicht gesprochen, aber wir haben schon ein paar Witze gemacht, dass wir ab jetzt bei den Amateuren trainieren müssen oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mit dem 2:2 gegen Wolfsburg und der damit verbundenen Europapokalqualifikation begann für die Mannschaft ein echter Feiermarathon, von dem sich die Spieler auch am Montag noch nicht ganz erholt hatten. Sehr lang und sehr ausgelassen. Ja, gestern habe ich ein bisschen länger geschlafen und davor war schon ganz gar nicht. Möglich. Ja, oder sehr schön. Aber um ehrlich zu sein, habe ich gestern Nacht, also die Nacht von Samstag auf Sonntag, habe ich nicht geschlafen. Okay. Und deswegen kann ich auch gar nicht sagen, wo wir genau waren. Also es gab mehrere Locations und irgendwie waren wir überall, aber war auf jeden Fall lang, lustig und hat viel Spaß gemacht. Lob gibt es für den besten Bundesliga-Aufsteiger seit 1998, derzeit von allen Seiten. Also ganz, ganz, ganz hoch zufrieden, dass man noch diese europäische Wettbewerb geschafft hat. Also spricht für die Mannschaft, spricht für die Armin Fee, spricht für die Hübner, die also eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt haben. Ich bin davon ausgestanden, Bundesligaspiele holen sollte, weil drei Wettbewerbe für diese Mannschaft ist eine Herausforderung, aber es wird also wahnsinnig schwer. Vor allem die Schlussminuten vom Samstag, als Konkurrent Hamburg gegen Leverkusen in Rückstand geriet und die Eintracht gegen Wolfsburg das 2:2 erzielte, dürften Spielern und Fans wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Ich habe ja so selten, obwohl also die Bundesliga, der letzte Spieltag, die letzte Minute sind nie mehr wichtig und wahnsinnig also, nervös machen die Leute oder einige Fans. Wie war dieser Moment, als ihr gehört habt, jetzt ist das 1:0 Leverkusen gefallen? Wir waren sehr nervös, also auf der Bank, wir haben ständig miteinander gesprochen, wie steht es in Hamburg. Als das 1:0 für Leverkusen fiel, waren wir dann auch dementsprechend erleichtert und ich glaube, das ganze Stadion ist ausgerastet, so laut war es wahrscheinlich noch nie hier in Frankfurt. Noch bis Mittwoch ist die Eintracht auf Freundschaftsspieltour in Hessen, dann gehen die Spieler in den verdienten Urlaub.